Das China-Syndrom. Es geht um Menschen. Menschen, die lügen. Und Menschen, die verzweifeln, weil sie nicht die Wahrheit sagen dürfen. Menschen wie Kimberly Wells, eine Fernsehreporterin, die dafür bezahlt wird, dass sie lächelt, nicht dafür, dass sie denkt. Ein paar Worte über einen Tierarzt, der bei kranken Fischen Hausbesuche macht. Oder eigentlich Aquariumsbesuche. Richard Adams, ein Kameramann, der es nicht gelernt hat, sich an die Spielregeln zu halten. Warte, bis du nach Leben ankommst und die Strahlen auf deinen Körper prasseln. Jack Goodell, ein Ingenieur, der zu viel weiß, um die Wahrheit sagen zu dürfen. Kein Schritt, den der Mensch vorwärts tut, ist frei von Risiko. Aber wir setzen ein System dagegen, und zwar Sicherheit im Übermaß. Sein Gewissen verbietet es ihm zu lügen. Das war kein Unfall. Es begann damit, dass ein Atomkraftwerk erzitterte. Wo es enden wird, hängt von drei Menschen ab. Ich bin der Meinung, Sie haben Glück gehabt, dass Sie überhaupt noch leben. Übrigens gilt das für ganz Südkalifornien. Jane Fonda. Machen wir uns nichts vor. Sie haben Ihren Job nicht deswegen, weil Sie gut recherchieren können, Kimberly. Warum finden Sie sich nicht damit ab? Jack Lemmon. Wir hatten eine Vibration! Michael Douglas. Ob Unfall der richtige Ausdruck ist, möchte Unfall ich... ist der richtige Ausdruck! Das China-Syndrom. Je mehr Sie sich anstrengen, auf umso mehr Widerstand stoßen Sie. Wir haben Ihre eigene Sicherheitsabteilung. Verstehen Sie, was das heißt, oder muss ich mich noch klarer ausdrücken? Je später es wird, umso mehr wächst die Bedrohung. Das China-Syndrom. Heute weiß nur eine Handvoll Menschen, was es wirklich bedeutet. Und sie haben Angst. Bald wissen sie es auch. Das China-Syndrom.